Manchmal ein bisschen lautstark, manchmal auch ein bisschen rollig. Das muss sein. Sie sind der Brandstifter. Wir wollen keine Moslems. Frau Merkel will das deutsche Volk ergänzen und ersetzen. Das wollen wir nicht. Wir haben es hier mit Demagogen zu tun, das ist einfach so. Seit mehr als einem Jahr sitzt die AfD im Landtag von Brandenburg. Was hat sie hier bislang erreicht und was will sie noch erreichen? Um zu sehen, was die AfD erreichen kann, fahren wir nach Erfurt. Hier mobilisiert die AfD rund 8000 Menschen. Sie demonstrieren gegen die Asylpolitik und gegen die etablierten Parteien. Mittendrin Alexander Gauland, AfD-Landeschef in Brandenburg. Er ist ein Star seiner Partei. Ebenso wie Björn Höcke, Landeschef in Thüringen. Weiter rechts als Höcke ist sonst niemand in der AfD-Spitze. Die AfD hat es in 5 Länderparlamente geschafft, aber um Landespolitik allein geht es hier nicht. Für sie steht Deutschland auf der Kippe. Sie spricht davon, das Land zurückzugewinnen für das Volk. Die AfD polarisiert. Die einen sehen die AfD als Gift für das soziale Klima, die anderen als die einzige Partei, die ihre Ängste ernst nimmt. Sehen Sie nicht, was hier los ist? Wir haben Angst um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft unserer Enkel. Wir haben Angst. Woher kommt die Angst und was macht die AfD mit dieser Angst? Die aktuelle Zuwanderung, liebe Freunde, die aktuelle Zuwanderung und die Familienzusammenführung werden bewirken, dass mittelfristig, wenn dieser Entwicklung nicht rigoros Einhalt geboten wird, dass mittelfristig mindestens die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland muslimisch sein wird. Das dürfen wir nicht zulassen! Wir schaffen das, sagt Frau Merkel. Nein, wir wollen das gar nicht schaffen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Es geht los. Also 89 ist unser Vorbild. Also damals hat sich auch das Volk gegen eine Diktatur gewandt und unser die jetzige Regierung, die trägt auch immer mehr diktatorische Züge. Ich glaube, in der Politik wird nicht mehr wirklich, also es passieren keine Entscheidungen mehr. Also es ist alles irgendwie so ein Einheitsbrei. Irgendwie wird man als Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt. Von einem Zuspruch wie in Erfurt kann die AfD in Brandenburg nur träumen. Trotzdem, die Partei beansprucht für sich, dem Volk aus der Seele zu sprechen. Wir sollen uns an Gesetze halten, aber in der Zeitung kann ich lesen, dass Flüchtlinge ohne Fahrkarte durch ganz Deutschland reisen. Wenn es keinen Rechtsstaat mehr gibt, dann kann ich nur alle auffordern, zahlt keine Steuern mehr, zahlt keine Bußgelder mehr. Sagt diesem Staat, entweder gilt das Recht für alle oder es gilt nicht. Die AfD hat an keinem Punkt, ihren Populismus anwendet, hat sie die Folgen davon zu tragen. Sie kann viel fordern und sie kann sehr geduldig immer wieder sagen, wie sie sich die Welt vorstellt, aber sie muss nirgends in die Bütt und dann auch beweisen, dass sie es kann. Populismus heißt weiter nichts, als dass man die Meinung der Bevölkerung vertritt. Also, wie Luther mal gesagt hat, dem Volk aufs Maul schauen. Warum ist populistisch ein Schimpfwort? Ich habe damit kein Problem. Was unterscheidet den Populismus einer CSU vom Populismus einer AfD? Ja, vor allen Dingen, dass es im Wesentlichen ein rhetorischer Populismus ist und man auch weiß, dass dieser rhetorische Populismus dann im nächsten Moment wieder eingefangen wird, dann weiß man eben, dass der Seehofer sich eben vielleicht eine blutige Nase holt bei der Kanzlerin und in der Koalitionsbesprechung mit der Kanzlerin
handsam ist und ja, auch an konstruktiven Lösungen innerhalb des parlamentarischen Regierungssystems arbeitet. Der Mann, der dem Volk aufs Maul schauen möchte, wohnt in gutbürgerlichen Verhältnissen. Potsdam, Berliner Vorstadt. Hallo, bitte kommen Sie rein. Besuch bei Alexander Gauland im Sommer des vergangenen Jahres. Er ist Spitzenkandidat seiner Partei. Noch ist ungewiss, ob es die AfD überhaupt in den Landtag schafft. Mit meinen schwachen Kräften will ich dazu beitragen, dass die Partei sich endgültig in der deutschen Politik etabliert. Das halte ich für notwendig. Ich finde es falsch, dass wir im Grunde genommen drei Parteien haben oder vier Parteien, die alle das Gleiche wollen. Es ist ja völlig egal, ob sie heute CDU oder SPD wählen. Es ist alles dasselbe. Mit dem Slogan Mut zur Wahrheit zieht die AfD in den Wahlkampf. Handzettel für jeden Briefkasten. Auch für den damals 73-jährigen Alexander Gauland bedeutet das raus auf die Straße. Zwei Karrieren hat er bereits hinter sich, als Chef der CDU-Staatskanzlei in Hessen und als Herausgeber der größten Tageszeitung Brandenburgs. Er will jetzt die Politik verändern, als Rebell gegen die etablierten Parteien. Die AfD setzt auf eingängige Themen: direkte Demokratie, Einwanderung, Grenzkriminalität. Die Rechnung geht auf. Ja, da ist zunächst einmal einfach das Gefühl, dass da eine Partei ist, die richtet sich gegen das Establishment, und das Establishment oder die Eliten stehen unter einem großen Generalverdacht bei Teilen der Bevölkerung. In Brandenburg holt die junge Partei ihr bestes Ergebnis, 12,2%. Es ist ein wundervoller Tag und ein wundervolles Ergebnis. Es ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Noch schwelgt die AfD-Spitze in Einigkeit. Ich war geschockt, ganz ehrlich, über das Abschneiden der AfD und natürlich über unser schlechtes Abschneiden, welches ja irgendwo auch in einem Zusammenhang steht. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich mir mal so doll die FDP wieder in den Landtag zurückwünsche. Ich sehe schon, dass das Klima deutlich anders geworden ist. Es gab ein geschlossenes oder geschlosseneres Oppositionslager. CDU, FDP, Grüne konnten in bestimmten Formaten dann wirklich sagen, die Opposition vertritt aber die und die Haltung. Mit der AfD ist praktisch eine gemeinsame Oppositionspolitik nicht möglich. Die AfD wird aus dem Stand zweitgrößte Oppositionsfraktion. Außer Gauland alle Parlamentsneulinge. Für 5 Jahre im Landtag sein könnte. Für meine Person zur konstituierenden Sitzung wurde ich in die Ausschüsse oder in den Ausschuss Jugend, Bildung und Sport gewählt und bin Stellvertreter, ich muss mal gucken, Stellvertreter im Ausschuss im im Rechtsausschuss. Man kann etwas bewegen und ich möchte etwas bewegen. Zur AfD gekommen bin ich jetzt nach 21 Jahren FDP-Mitgliedschaft. Aber nicht nur in der FDP. Andreas Galau und ein weiterer Abgeordneter waren zuvor bei den Republikanern. 6 der 11 Neuen haben eine rechtslastige Vergangenheit. So einig wie hier wird die Fraktion nie wieder sein. Ein anonymer Informant steckt dem Spiegel vermeintliche Parteiinterner. Gauland, so heißt es da, wolle einen Rechtsruck verhindern und Abgeordnete loswerden. Dass es den Versuch hier gegeben hätte, einige Kollegen aus der Fraktion herauszubringen durch Untersuchungen über ihre Vergangenheit, alles Dinge, die falsch sind, die keiner in Auftrag gegeben hat, die die Fraktion nicht gewusst hat. Der Informant ist ausgerechnet Gaulands Stiefsohn. Die Fraktion schließt ihn aus.
Nun sitzt ein Abgeordneter im Parlament, der keinen Einfluss hat. Geprägt wird die AfD im Landtag von einem Mann, Alexander Gauland. Wenn er spricht, richten sich alle Blicke auf ihn, nicht nur die seiner Anhänger. Gauland, so sagt mancher, verdecke den Dilettantismus seiner Fraktion. Was die Brandenburger AfD angeht, denke ich, genießt er bei den Mitgliedern und auch in der Fraktion deshalb großen Respekt, weil er einfach ein intellektueller Kopf ist. Er ist wirklich allen, die dort in der Partei unterwegs sind und in der Fraktion unterwegs sind, weit überlegen. Das respektieren die. Und sie wissen, dass er es ist, der mit seinen Reden, mit seinen Auftritten dieser Partei den Erfolg bisher gebracht hat. Er ist als einer derjenigen bekannt, der das klare Wort spricht, der damit auch sicherlich immer wieder provoziert und polarisiert, was aber zumindest ein Stück weit auch die Aufgabe einer Oppositionspartei ist. Gauland ist, glaube ich, eine Art Vatergestalt, wenn nicht sogar Übervatergestalt des Landesverbandes Brandenburg. Er ist, glaube ich, der einzige erfahrene Politiker, den die AfD-Fraktion in Brandenburg aufzubieten hat, ja, die ganze Partei dort aufzubieten hat. Er ist der einzige, der irgendwo präsentabel ist, auch in den Medien. Alexander Gauland, ein erfahrener Politprofi. Ende der 80er ist er rechte Hand des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Als Chef der Staatskanzlei ist er ein erzkonservativer Strippenzieher seiner Partei. Und schon damals so interessant, dass ihn Martin Walser zu einer Romanfigur macht. Thema Machtmissbrauch. Nach der Abwahl der CDU in Hessen geht Gauland nach Ostdeutschland. Hier in Potsdam wird aus dem Politiker ein anerkannter Publizist. Aber auch ein Konservativer ohne Heimat in der Merkel-CDU. Nun also will es Gauland noch einmal wissen. An der Spitze einer Protestbewegung. Das ist ein erstaunliches Gefühl. Das ist schon was, ja, da muss man auch aufpassen, dass man die Bodenhaftung behält. Er war ja noch nie jemand, der großen Massenanhang hatte, sondern er war ein Intellektueller, der im Feuilleton gehört wurde. Jetzt erlebt er offensichtlich das erste Mal, dass ihm normale Bevölkerung Beifall klatscht und offensichtlich macht das bei ihm Lust auf mehr. Ich habe Herrn Gauland immer eigentlich für einen gepflegten Konservativen gehalten. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass er auch andere Seiten hat, dass er sich radikalisiert hat mit politischen Entwicklungen wie der Ukraine-Krise oder wie Pegida oder jetzt auch der Flüchtlingskrise. Und da haben also sozusagen Veränderungen seines politischen Standortes stattgefunden, von denen ich überrascht war, muss ich sagen, und die mich und Gauland immer stärker entfremdet haben. Es gibt viele Menschen, die mich aus meiner Frankfurter Zeit kennen und dann aus meiner hessischen Zeit, das weiß ich, die sagen, ja, sie haben sich verändert, sie vertreten ganz andere Positionen. Meine Tochter sagt das auch. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat sich verändert und es sind plötzlich neue Notwendigkeiten erstanden. Sind es neue Notwendigkeiten? Oder ist es Rache eines Konservativen, der in der CDU kein Gehör mehr findet? Das ist eine interessante Sache, wenn man viel mit AfD-Politikern spricht und auch die Mails, die intern in dieser Krisenzeit, als es so hoch herging und als sie sich so brutal bekämpft haben, wenn man die gelesen hat, dann war ganz oft ein beschwörender Ton, gerade bei älteren Politikern, Anhängern der AfD da, dass sie gesagt haben, Leute, das ist doch unsere einzige, unsere letzte Chance, vielleicht eine konservative, rechte Partei in Deutschland zu etablieren.
Da ist so ein Gefühl von fast einer Mission da. Mein Vorwurf ist vor allem der, dass ich ihn für klug genug halte, dass er weiß, was er tut. Und dass er in sich selbst so verliebt ist und so eitel ist, dass er sich darin sonnt, dass er das ja schon immer gewusst hat, was jetzt kommt. Und diese Eitelkeit verbunden mit der doch intellektuellen Größe, die er möglicherweise hat, die finde ich problematisch. Die AfD will die Politik in Deutschland verändern. Aber was hat sie in einem Jahr in Brandenburgs Landtag eigentlich erreicht? Ihr Anspruch? Stachel im Fleisch, mehr kann eine Opposition nicht leisten. In Wirklichkeit verläuft der Start holprig. In mancher Ausschusssitzung bleibt der AfD-Platz leer. Und das Personal der AfD steht nicht immer im Stoff. Bei der Bildung sind die neuen Rahmenlehrpläne im Energiebereich, neue Energien, sind wir immer noch mit der 10H-Geschichte beschäftigt. Innere Sicherheit ist immer Thema, Polizeistrukturreform. Ja, lassen Sie mich mal schnell überlegen. Das haben wir nämlich jetzt gar nicht irgendwie besprochen. Ja, reicht Ihnen das erstmal? Ja? Vielleicht fällt mir nachher noch was ein. Anfängerfehler? Vielleicht. Die anderen Fraktionen sehen die handwerkliche Arbeit der AfD bis heute kritisch. Bei der AfD habe ich selbst nach einem Jahr manchmal noch so das Gefühl, oh Gott, diese Anträge sind aber sehr gestolpert und geholpert und wenig professionell. Es gibt zum Beispiel eine Vorbereitungsrunde für den Bildungsausschuss, wo sich die Vertreter aller Parteien, die Referenten oder eben die Abgeordneten treffen und gemeinsam beraten, welchen Arbeitsplan wir uns für die nächsten Sitzungstage des Bildungsausschusses geben. Die AfD erscheint dort eher gar nicht bei diesen Vorbereitungstreffen. Wenn sie aufgefordert wird, schriftlich Anzuhörende zu benennen, dann hat sie keine. Also sie arbeitet nicht inhaltlich mit. Ich habe auch den Eindruck, dass es Ihnen um diese sachliche Arbeit in den verschiedenen Fachausschüssen auch gar nicht geht, sondern Sie eigentlich eher auf die Plenarsitzungen hinarbeiten, wo ein bisschen Medienöffentlichkeit ist. Das politische Alltagsgeschäft ist komplizierter, als es scheint, und irgendwie anstrengender. Wenn man das Mandat wirklich ernst nimmt, ist es ein Job, der einen rund um die Uhr fordert und das 7 Tage die Woche. Es gab jetzt viele Leute, ich weiß nicht von Ihnen selber, die im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen denen mal zeigen, wie man richtig arbeitet. Und hier müssen mal Leute in die Politik gehen, die richtig arbeiten können. Schämen Sie sich im Nachhinein für solche Wahlkampfparolen? Ja, man wird dann mit der Wirklichkeit konfrontiert und es ist schon ein harter Job. Und man muss auch erst mal lernen. Und dieser Lernprozess ist jetzt nun langsam abgeschlossen. Und sind wir so aufgestellt, dass wir jetzt richtig loslegen können. Die Abgeordneten haben ja das Recht, kleine Anfragen zu stellen. Und die AfD überhäuft die Landesregierung mit Anfragen. Zum Teil sind es immer wieder dieselben Anfragen, die dann einen Wust von Papier produzieren, auch die Menschen in den Ministerien von der normalen Sacharbeit abhalten, weil diese seltsamen Fragen beantwortet werden müssen. Tatsächlich stellt die Fraktion die meisten kleinen Anfragen je Abgeordneten. Aber nicht immer die sinnvollsten. Etwa nach dem Wasseranteil in der Braunkohle oder auch der Zahl der Vielehen. Man fragt manchmal Sachen, die man sich auch schon vorher selbst beantworten kann und sollte sie dann nicht stellen. Aber wie das so in der Hektik des parlamentarischen Alltagsbetriebes ist, man unterschreibt dann doch manche Sachen, die einem ein Kollege hinlegt, wo er sagt, mach mal schnell und mach mal mit, die man dann besser nicht unterschrieben hätte. Selbst bei ihrem Kernthema Asylpolitik legt die AfD wenig Wert auf Detailkenntnisse. Wissenslücken 3 Tage vor der Entscheidung zur Asylverschärfung im Bundesrat. Ich habe mir dieses Beschleunigungsgesetz im Einzelnen nicht angeguckt. Auch das ist wahrscheinlich die richtige Richtung. Insofern, wir müssen darüber nicht befinden und wir werden uns auch keine Meinung bilden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht gewusst habe, was in dem Paket steht. Ich weiß nicht, welches Interview oder welches Gespräch Sie da im Auge haben. Gedächtnislücken.
Zuweilen wirkt die AfD aber weitsichtig. In der Asyldebatte thematisiert sie schon vor einem Jahr Widersprüche. Sie konnten vorgestern in den Tageszeitungen lesen, und das hören Sie sich mal gut an, dass das zweitgrößte Kontingent von Asylbewerbern aus Serbien kommt. Nicht Libanon, nicht Syrien. Dem gleichen Serbien, mit dem die EU Vorverhandlungen über eine Aufnahme führt. Die AfD hat in Bezug auf den Aufnahmestopp etwas formuliert, was auch in anderen Parteien diskutiert wird. Nur der Unterschied ist, denke ich, schon immer noch der Ton, in dem es gemacht wird. Diese ganze Das-Brot-ist-voll-Rhetorik, die hört man vielleicht aus der CSU auch, aber es ist keinerlei Empathie. Mitgefühl beweist die AfD an anderer Stelle. In Dresden bringt der Rechtspopulist Lutz Bachmann mit der Pegida-Bewegung Zehntausende auf die Straße, aus Angst vor einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes. Auch Gauland fährt hin. Später wird er die Pegida-Anhänger als natürliche Verbündete bezeichnen. Und was will ich ihm bewegen, dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen? Das ist mein Grund, warum ich hier bin. Ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird als Staatsreligion. Stuttgart, wirklich ganze Viertel voll mit Ausländern, die zum großen Teil auch nicht keiner Arbeit nachgehen. Die Klaue, die Einbrecher und so weiter. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit. Und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen. Und Aggression habe ich auch nicht gespürt. Ein Tabubruch sondergleichen. Da hat er auch für sich selbst als Person eine Grenze überschritten. Da ist er zu Menschen gegangen, auch wenn er einen schönen Lodenmantel anhatte. Nee, das war wohl eher ein Kamelhaarmantel, wie auch immer, und sah etwas anders aus als die anderen Menschen, aber er hat sich mit ihnen gemein gemacht. Und er wollte dort nicht sehen, was jeder sehen konnte, dass da eben nicht nur besorgte Bürger auf der Straße waren, sondern auch Rechtsextremisten. Das hat er ausgeblendet. Wenige Tage später sorgt sein Ausflug nach Dresden für den ersten AfD-Eklat im Landtag. Frau Präsidentin. Wenn aber dann die Menschen wegen einer völlig verfehlten Asylpolitik auf die Straße gehen, ich weiß, sie mögen die Abkürzung Pegida nicht, wird eine Drohkulisse aufgebaut und die Politiker sprechen von Nazis in Nadelstreifen, Chaoten und einer Schande für Deutschland. Die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen, in Dresden nicht und in Brandenburg auch nicht. Herr Dr. Gauland, Sie sind der Brandstifter. Sie sind der Biedermann vor den Brandstiftern. Sie sind der Bildungsbürger, der sich vor den kleinkriminellen Bachmann von der Pegida-Bewegung steht. In Brandenburg haben Pegida-Ableger keinen Erfolg. Offiziell gibt es keine Zusammenarbeit. Aber auf AfD-Demos wie in Lübben finden die Thesen Zuhörer. Wir fordern ein Asyl-Notstaatsgesetz. Jetzt! Wir stehen hinter vielen Zielen, die die Leute bei Pegida mit auf die Straße bringen. Aber wir müssen jeden Tag im Landtag beweisen, und Ihre Kollegen hier in Potsdam wissen, wie schwierig das ist, dass wir neben der klaren Stimme auf der Straße und Veranstaltungen wie heute Abend hier trotzdem als die wahrgenommen werden, die im parlamentarischen Alltag in der Lage sind, konstruktiv mitzuarbeiten. Mit dem Besuch will Gauland Zeichen setzen. Die AfD soll weiter nach rechts und weiter nach Osten rücken. Er weiß, welches Potenzial dort für eine rechtspopulistische AfD schlummert. Diese Bezeichnung bevorzugt er. Die ostdeutsche Gesellschaft ist einfach in vieler Hinsicht nicht so ökonomisch saturiert, nicht so wohlhabend. Also es gibt eine weniger breite akademische Mittelschicht. Und das ist immer einfach noch ein langfristiges historisches Erbe, auch von sozialen Strukturen, die DDR geschaffen hat. Gauland als Eurokritiker. Bilder aus einer vergangenen Zeit, gerade mal 2 Jahre alt. Die Gründer von einst spalten die Partei.
Per Brandbrief will sich Parteichef Bernd Lucke die Macht sichern und wettert gegen eine Radikalisierung der AfD. Für radikal hält Lucke auch die AfD in Brandenburg und Gauland. Aus Verbündeten sind Feinde geworden. Meine Loyalität gilt Frau Gepetke und nicht mehr Bernd Lucke. Sie hat sozusagen den Begriff Alternative für Deutschland ganz weit ausgelegt und hat gesagt, wir öffnen uns für alles das, was die Menschen unzufrieden macht an der Politik der Regierungsparteien. Wir sind sozusagen die Alternative zu allem. Lucke verliert den Machtkampf. Parteitag in Essen. Rote Karte für den AfD-Gründer. Am Ende übernimmt Frauke Petry unter dem Jubel der Brandenburger AfD. Es herrscht nicht mehr das Gefühl, dass wir uns alle auch in der AfD politisch überkorrekt verhalten müssen. Das ist in der Tat weg. Man muss ihm leider in seinem Zynismus recht geben. Das Thema, das er entdeckt hat, nämlich Mobilisierung von rassistischen Ressentiments, ist wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise dauerhaft erfolgsversprechender als die Eurokritik. Wir haben mit der Spaltung der AfD in diesem Sommer einen deutlichen Rechtsruck erlebt, eine deutliche Entscheidung für das Erfolgskonzept der AfD in den Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg, nämlich sozusagen die weite Öffnung nach rechts. Im Landtag sieht sich die AfD als einzig wahre Opposition. Tatsächlich hat sie nach einem Jahr alle anderen Fraktionen gegen sich. Nicht die AfD schürt Ängste, sondern sie haben Angst. Angst davor, dass wir von Anfang an recht hatten. Seit einem Jahr predigen wir dieselbe Sache, dass Sie mit Ihrer Politik dafür sorgen, dass zu uns Zehntausende Flüchtlinge kommen. Wozu sparen Sie sich eigentlich nicht das gesamte Verfahren gleich und erteilen gleich allen hier ankommenden Genehmigungen bis zum Ende Ihres Lebens? Herr Kollege Königer, würden Sie mir recht geben, dass wir darüber nachdenken sollten, dass Dummheit in Deutschland zunehmend doch unter Strafe gestellt werden sollte? Frostig ist auch das Verhältnis zu Journalisten. Für viele AfD-Anhänger sind die etablierten Medien ein Feindbild, gegen das selbst der Ex-Herausgeber Gauland nichts einzuwenden hat. Herr Gauland, ja, quotieren Sie das, dass man hier als Lügenpresse bezeichnet wird? Haben Sie gemerkt, dass ich das mitmache? Ja, Sie sehen an der Spitze eines Zuges, der das ruft. Die rufen was und ich ruf's nicht. Also ist doch gut. Ihr seid Rotfunk. Wir wollen nicht richtig, ihr Rotfunk. Wir sind das Volk! Was meine Freunde an! Was meine Freunde an! Du fragen. Du frisst meine Freunde an! Leg uns am Arsch! Lügenpresse! Lügenpresse! Sagen Sie uns, weshalb Sie hier sind? Weshalb Sie mit dabei sind? Ich gebe keine Auskunft. Warum nicht? Es gibt schon den Versuch, auch der Medien Dinge so darzustellen, dass die Menschen erzogen werden in einem anderen Sinne. Bürgerfest vor dem Landtag Brandenburg. Auch die AfD-Fraktion ist hier. Einer ihrer Mitarbeiter versucht, Menschen davon abzuhalten, mit uns zu sprechen. Würde ich nicht machen, weil die sagen ihm Sachen, die sie nie gesagt haben. Also ich würde mich nicht, bei mir ist egal, ich bin sowieso. Ja. 45 sind wir, haben sie uns vertrieben, was haben wir gemacht? Wir sind barfuß zur Schule gegangen und alles. Wa? Was haben sie denn da gemacht? Wer hat uns geholfen? Nicht einer. Wa? Wir sind beim Bauer früh zur Arbeit zur Schule gegangen und alles. Warte. Ich kann es gerne machen, nicht das Problem. Aber die das filmen, sind. Kennen Sie ruhig Film? Das ja, kennen Sie ruhig Film, ja, den ja, kennen Sie ja, von Merkel zeigen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das an seiner Stelle nicht gemacht hätte, weil sie das nicht so bringen, wie es kommt. Das ist doch egal, oder? Es gibt offenbar eine Menge Anhänger der AfD, die sich sehr selektiv bedienen, was die Medienwelt angeht, die ganz viel das lesen, was von der AfD selbst oder innerhalb der AfD-Netzwerke kursiert. Und entsteht dann eine eigene Art von Wirklichkeit, wo die AfD-Anhänger sagen, naja, das ist die Wirklichkeit und wir, also die großen Medien berichten in deren Augen ihr Lügen. Das Misstrauen in die Medien nutzt die AfD und sie schürt es.
auch Gaulands Pressesprecher Detlef Friehe, ein ehemaliger Radiojournalist. Wie wichtig der AfD Außendarstellung ist, geht aus diesem Landtagspapier vom letzten Jahr hervor. In den ersten Monaten gab die Fraktion 95.471 Euro für Öffentlichkeitsarbeit aus, mehr als die Hälfte ihrer Ausgaben, weit mehr als für Personal. Ihre Auftritte lässt sie extra von einem Kameramann filmen. Fries Medienarbeit gleicht einer Abrechnung mit kritischen Journalisten, vor allem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In Rundbriefen lästert er. Die Journalisten seien desinteressiert, machten auf Konferenzen Nickerchen und kämen nur, weil es Kaffee umsonst gäbe. Das Medienbild der AfD eigenwillig und falsch. Die Staatsmedien haben einen Auftrag. Sie arbeiten ausschließlich für die Parteien, die ihnen auch zukünftig ihre Pfründe sichern. Denn auch Rot-Rot in Potsdam sorgt dafür, dass die GEZ-Gebühren munter sprudeln. Was wäre unser schönes Land Brandenburg ohne den RBB? So viele Rindviecher auf einem Haufen und erstaunlich, alle erzählen immer, egal zu welchem Thema, das Gleiche. Und seien wir ehrlich, ist es nicht Verdienst des RBB, dass wir immer und immer wieder Brandenburgs schönste Gesichter zur besten Sendezeit auf der Mattscheibe entdecken? Das kann sein, dass ich das gesprochen habe, aber ich muss Ihnen sagen, als Rindviecher haben wir die Journalisten unter Garantie noch nie bezeichnet. Die alle hintereinander herlaufen. Da ging es aber nicht um Journalisten, da haben Sie eventuell was missverstanden. Da ging es, glaube ich, um die gleichnamige Rinderbesamung Brandenburg. Das ist ein Fall. Nicht wahr? Weitere Fragen? Ende September. Die AfD bläst zur selbsternannten Herbstoffensive gegen die Asylpolitik. Im Landtag kann sie gegen die politischen Mehrheiten nichts ausrichten. Nun hofft sie vor dem Parlament auf Aufmerksamkeit und auf Zustimmung in der Flüchtlingskrise. Wir haben ganz genau gesagt, was wir, liebe Freunde, ich weiß, wir sind hier weniger, aber wir sind hier die Vernunft. Frau Merkel, Grenzen geöffnet. Frau Merkel will das deutsche Volk ergänzen und ersetzen. Das wollen wir nicht. Die AfD sieht sich im Widerstand und zitiert sogar Sophie Scholl, die gegen die Nazis kämpfte. Aber wie viel Volk steht tatsächlich hinter der Partei? Brandenburg an der Havel, Landtagsabgeordneter Steffen Königer beim Verteilen von Infomaterial. Auch hier geht es um die Asylpolitik. Die rote Karte für Angela Merkel einmal mitnehmen. Können Sie ja durchlesen, zu Hause immer noch. Nee? Das war schade. Ja, dann hätten Sie es mir ja wiedergeben können. Also. Sie haben es gerade zerrissen. Warum? Ja, weil diese Partei für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Die ist rechts. In meinen Augen ist er rechts. Meine Eltern sind noch jüdischer Abstammung gewesen. Und da haben wir, also meine Eltern, ich nicht, aber so viel mitgemacht. Und was sich heute hier in Brandenburg, nicht in Brandenburg, in ganz Deutschland widerspiegelt mit den Flüchtlingen, mit diesen Ausländerhass, also ich kann das ja nicht mehr nachvollziehen. Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, dass wir verstärkt positive Reaktionen erhalten im Vergleich zu den letzten Landtagswahlkämpfen oder von 2014 oder 2013. Also man kennt uns. Und der überwiegende Teil, den würde ich so bei 80% bemessen, nimmt gern Werbematerial mit, wenn sie auch bloß die blaue Farbe erblicken und dann schon auf den Namen anspringen. Anspringen auf die AfD? Mitte September in Treuenbrietzen. Bürgerfest mit Hüpfburg, Backschwein und Bratwürsten. Tatsächlich finden nur wenige Bürger den Weg hierher. Die Vertreter der AfD sehen die Ursache in einer angeblichen Stimmungsmache gegen ihre Partei. Tatsächlich ist es so, dass ich mir auch erhofft hätte, dass mehr Bürgerinnen und Bürger den Weg zu uns finden. Im Gespräch mit den Bürgern hat sich aber herausgestellt, dass das auch dem Umstand geschuldet ist, dass viele einfach inzwischen durch diese Propaganda, muss man sagen, die gegen die AfD läuft, die Sorge besteht, sich hier sehen zu lassen, bis hin zur Auswirkung auf den Arbeitsplatz. Das ist inzwischen eine Realität, die auch dem Grundgedanken einer wirklich pluralistischen, demokratischen Gesellschaft entgegensteht. Wir bedauern das sehr. Was jedoch zieht, sind die Themen Zuwanderung und Flüchtlinge.
oder vielmehr die Angst davor. Die AfD wird immer mehr zu einer Ein-Thema-Partei. Wie sieht's aus mit den ganzen Einwanderern? Wie viel Schläfer kommen damit? Wer kontrolliert das? Irgendwann platzt hier in Deutschland die Bombe. Das Erste, was hier in der Luft gejagt wird, das Höchste, ist der Fernsehturm. Also ich habe mich jetzt schon erkundigt, ob Marzahn weit genug weg ist, dass da meine Nichte nicht betroffen ist. Und das ist irgendwo ein Witz, das ist eine Sauerei. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Das ist eine Völkerwanderung, das ist nicht mehr der Zuzug von Einzelnen. Und bei dem Begriff Völkerwanderung, da denke ich natürlich als zumindest historisch Interessierter auch an den Untergang Roms. Angst vor dem Untergang des Abendlandes. Katastrophenszenarien überall, wo die AfD auftritt. Und die Entschuldigung, dass man in diesem Kampf alleine stehe, auch bei einem sogenannten Infoabend der Fraktion in Brück. Es tut uns wirklich leid, dass es so ist. Es tut uns einfach leid. Aber wir sind auch nur ein Rädchen im Getriebe. Und wir sind gerade diejenigen, die für all das, was wir beantragen, immer wieder beschimpft werden. Wir sind die Rechtspopulisten, die braune Soße und alles das, was man sich noch so vorstellen kann. Einige Besucher wollen sich hier einfach nur informieren, sich ein eigenes Bild von der AfD machen. Andere wollen einfach mal Frust ablassen. Als wir damals, meine Familie, geflüchtet ist, waren wir dankbar, auch für ein Zelt, in einem Zelt schlafen zu dürfen, einfach in Sicherheit. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Asylanten, die jetzt in den Zelten schlafen, dankbar sind. Also das fehlt mir irgendwo, sondern es geht immer nur, ja, es ist kalt, wir brauchen Hilfe. Man hört es aus allen Ecken, dass überall Einbrüche, Überfälle stattfinden. Ne? Und gerade auch momentan hier in Brück, wenn Sie sich umschauen, wie viel Gewaltpotenzial unter diesen Asylbewerbern ist, das ist bewiesen, das ist ja nun mal so, dann ist das nichts, was einen erfreut und wo man sagt, jetzt fühle ich mich besonders wohl, wenn ich hier irgendwo so eine Asylbewerberunterkunft in der Nähe habe oder wenn das halt immer mehr werden. Man kann es nicht einschätzen. Das zur Angstmache. Allerdings, laut Polizei gibt es in der Umgebung von Asylbewerberheimen weder bedeutend mehr Diebstähle noch Gewalt. 1 Million Asylbewerber, die hier in dem Land ihren Asylantrag gestellt haben, die eine Gesundheitsversorgung bekommen, die auch über das hinausgeht, was die Grundversorgung anbelangt. Und da wird mir ehrlich gesagt leicht schwummerig zumute, was das dann für Kosten, wie wir diese Kosten aufbringen wollen. Und dass es weiterhin auch friedlich bleibt, weil, machen wir uns nichts vor, das hat sehr viel sozialen Sprengstoff. Also ich habe immer noch so ein bisschen Bauchgrummeln in Bezug auf die Wortwahl und so unterschwellig kommt immer irgendwas rüber, was ich nicht in Ordnung finde. Also die beschweren sich zum Beispiel, dass sie von den anderen Leuten angemacht werden und diffamiert werden und sie tun genau das Gleiche auch. In einem Supermarkt hier ist jetzt modernisiert worden, da sind Sicherheitsanlagen installiert worden. Und meine Frage an die Verkäuferin vor wenigen Tagen, wer hat denn hier geklaut? Was sind denn das für Leute? Ausnahmslos Deutsche. Ja? Kein einziger Ausländer. Also wir machen es uns schlicht zu leicht. Und diese Argumente hier, dieser Fingerzeig auf Asylbewerber, also es macht mich schlicht sprachlos. AfD-Herbstoffensive auch in Neuenhagen. Die Partei mobilisiert ihr Spitzenpersonal. Diesmal ist der Saal voll. Mehr Stühle müssen her. Heute hier zu Gast die Parteichefin Frauke Petri. Ich wollte die spätere Bundeskanzlerin mal kennenlernen. Denn später kommt man ja dann nicht mehr an sie ran. Wir wollen keine Moslems. Da können Sie 95% der Bevölkerung fragen. Ich war schon öfter da in diesem arabischen Raum. Ja. Ich möchte da nicht tot über den Baum hängen. Und jetzt kommen die Leute von da, die dazu nichts gebracht haben. Ja. Die sind nicht mal in der Lage. Früher, vor 5000 Jahren, konnten sie Pyramiden bauen. Ja. Das können sie heute ja nicht mehr. Ja. Wie das da aussieht. Und wenn die nächsten Bauleute sind, die hier auf dem Bau arbeiten sind, na dann Prost Mahlzeit. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Viele Bürger sind auch hierher gekommen, weil sie glauben, nicht mehr alles sagen zu können. Die AfD gibt sich als Anwältin der Meinungsfreiheit.
man kann ja doch nichts machen, ist eine Einstellung, die man, glaube ich, als Bürger in einem demokratischen System nicht annehmen sollte. Und wenn Sie eins machen können, wenn schon nicht bei Frau Merkel anklopfen und ihr sagen, dass es so nicht geht, dann können Sie auf die Straße gehen. Und ich glaube, das müssen wir verstärkt tun. Ich komme aus der DDR. Ich weiß, was gewesen ist. Ich war schon erwachsen. Ich durfte nicht sagen, was ich wollte. Ich habe das am eigenen Leib erfahren mit der Staatssicherheit. Und jetzt sind wir schon genauso weit. Hallo? Nicht jeder im Saal ist mit den Thesen der AfD einverstanden. Als Kritiker lautstark provozieren, eskaliert die Situation. Eine Berichterstattung darüber ist unerwünscht. Die AfD und ihr Populismus polarisieren die Gesellschaft. Schuld aber seien die anderen. Sie lassen sofort das Objektiv los. Das ist die Frage, wer zuerst da war, das Problem oder diejenigen, die es benannt haben. Und solche Fragen werden ja auch häufig in Bezug auf die deutschlandweiten Demonstrationen, vor allen Dingen auch in Sachsen, gestellt. Und ich kann nicht erkennen, dass diejenigen die Probleme hervorgerufen haben, die auf die Straße gehen, um dagegen zu protestieren. Ich habe auch ein gewisses Problem, wenn die Radikalisierung der Straße so weitergeht, wie wir das jetzt erleben. Das ist schwer einzufangen, gebe auch ich zu. Welchen Anteil tragen Sie denn daran, dass diese Mobilisierung und Radikalisierung in der Straße stattfindet? Also ich sehe nicht, dass wir irgendjemanden aufpeitschen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, laufen wir hinterher. Wir wollen unser Land und unsere Heimat behalten. Und wenn Frau Merkel etwas anderes will, dann kann ich ihr nur mit Bert Brecht zurufen, sich ein anderes Volk zu suchen. Unseres nicht mehr. Liebe Freunde, und deswegen stehen wir ja auch hier, wir müssen uns selber helfen. Es hilft uns niemand. Wir müssen wo auch immer auf die Straße gehen. Und wir müssen unsere Grenzen dicht machen. Hinterher oder vorweggehen? Der Ton der AfD wird immer aggressiver. Ich glaube, wir haben noch immer keinen wirklichen Weg gefunden, uns mit dieser Partei so auseinanderzusetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die unsere Parlamentsdebatten sehen, das verstehen. Man muss die Auseinandersetzung mit ihr führen, weil sie letztendlich in der gegenwärtigen Diskussion auch die politische Gegnerschaft ist. Es ist nicht ausgemacht, dass wir uns in einem Jahr, wenn wir uns wieder über die AfD unterhalten sollten, dass ich dann immer noch sage, es ist keine rechtsextremistische Partei. Ja. Die Grenze zwischen Ost und West war dicht. Sie hielt zwei Teile Deutschlands voneinander entfernt. Und deswegen war sie falsch. Aber sie war nicht als Grenze falsch, sondern sie war als politische Leistung falsch. Und ich will eine Grenze haben gegenüber denjenigen, die hier nicht hergehören und die nicht zu uns kommen sollen. Provokation als Programm. Ist das die Alternative für Brandenburg? Mitgefühl beweist die AfD an anderer Stelle. In Dresden bringt der Rechtspopulist Lutz Bachmann mit der Pegida-Bewegung Zehntausende auf die Straße, aus Angst vor einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes. Auch Gauland fährt hin. Später wird er die Pegida-Anhänger als natürliche Verbündete bezeichnen. Und
Was will ich ihm bewegen, dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen? Das ist mein Grund, warum ich hier bin. Ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird als Staatsreligion. Stuttgart, wirklich ganze Viertel voll mit Ausländern, die zum großen Teil auch nicht keiner Arbeit nachgehen. Die Klaue, die Einbrecher und so weiter. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit. Und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen. Und Aggression habe ich auch nicht gespürt. Ein Tabubruch sondergleichen. Da hat er auch für sich selbst als Person eine Grenze überschritten. Da ist er zu Menschen gegangen, auch wenn er einen schönen Lodenmantel anhatte. Nee, das war wohl eher ein Kamelhaarmantel, wie auch immer, und sah etwas anders aus als die anderen Menschen, aber er hat sich mit ihnen gemein gemacht. Und er wollte dort nicht sehen, was jeder sehen konnte, dass da eben nicht nur besorgte Bürger auf der Straße waren, sondern auch Rechtsextremisten. Das hat er ausgeblendet. Wenige Tage später sorgt sein Ausflug nach Dresden für den ersten AfD-Eklat im Landtag. Frau Präsidentin. Wenn aber dann die Menschen wegen einer völlig verfehlten Asylpolitik auf die Straße gehen, ich weiß, sie mögen die Abkürzung Pegida nicht, wird eine Drohkulisse aufgebaut und die Politiker sprechen von Nazis in Nadelstreifen, Chaoten und einer Schande für Deutschland. Die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen, in Dresden nicht und in Brandenburg auch nicht. Herr Dr. Gauland, Sie sind der Brandstifter. Sie sind der Biedermann vor den Brandstiftern. Sie sind der Bildungsbürger, der sich vor den kleinkriminellen Bachmann von der Pegida-Bewegung steht. In Brandenburg haben Pegida-Ableger keinen Erfolg. Offiziell gibt es keine Zusammenarbeit. Aber auf AfD-Demos wie in Lübben finden die Thesen Zuhörer. Wir fordern ein Asyl-Notstaatsgesetz. Jetzt! Wir stehen hinter vielen Zielen, die die Leute bei Pegida mit auf die Straße bringen. Aber wir müssen jeden Tag im Landtag beweisen, und Ihre Kollegen hier in Potsdam wissen, wie schwierig das ist, dass wir neben zu benennen, dann hat sie keine. Also sie arbeitet nicht inhaltlich mit. Ich habe auch den Eindruck, dass es Ihnen um diese sachliche Arbeit in den verschiedenen Fachausschüssen auch gar nicht geht, sondern Sie eigentlich eher auf die Plenarsitzungen hinarbeiten, wo ein bisschen Medienöffentlichkeit ist. Das politische Alltagsgeschäft ist komplizierter, als es scheint, und irgendwie anstrengender. Wenn man das Mandat wirklich ernst nimmt, ist es ein Job, der einen rund um die Uhr fordert, und das 7 Tage die Woche. Es gab jetzt viele Leute, ich weiß nicht von Ihnen selber, die im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen dir mal zeigen, wie man richtig arbeitet, und wir müssen mal Leute in die Politik gehen, die richtig arbeiten können. Schämen Sie sich im Nachhinein für solche Wahlkampfparolen? Ja, man wird dann mit der Wirklichkeit konfrontiert, und es ist schon ein harter Job, und man muss auch erstmal lernen. Und dieser Lernprozess ist jetzt nun langsam abgeschlossen. Und sind wir so aufgestellt, dass wir jetzt richtig loslegen können. Die Abgeordneten haben ja das Recht, kleine Anfragen zu stellen. Und die AfD überhäuft die Landesregierung mit Anfragen. Zum Teil sind es immer wieder dieselben Anfragen, die dann einen Wust von Papier produzieren, auch die Menschen in den Ministerien von der normalen Sacharbeit abhalten, weil diese seltsamen Fragen beantwortet werden müssen. Tatsächlich stellt die Fraktion die meisten kleinen Anfragen je Abgeordneten. Aber nicht immer die sinnvollsten. Etwa nach dem Wasseranteil in der Braunkohle oder auch der Zahl der Vielehen. Man fragt manchmal Sachen, die man sich auch schon vorher selbst beantworten kann und sollte sie dann nicht stellen. Aber wie das so in der Hektik des parlamentarischen Alltagsbetriebes ist, man unterschreibt dann doch manche Sachen, die einem ein Kollege hinlegt, wo er sagt, mach mal schnell und mach mal mit, die man dann besser nicht unterschrieben hätte. Selbst bei ihrem Kernthema Asylpolitik legt die AfD wenig Wert auf Detailkenntnisse. Wissenslücken 3 Tage vor der Entscheidung zur Asylverschärfung im Bundesrat. Ich habe mir dieses Beschleunigungsgesetz im Einzelnen nicht angeguckt. Auch das ist wahrscheinlich die richtige Richtung. Insofern, wir müssen darüber nicht befinden und wir werden uns auch keine Meinung bilden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht gewusst habe, was in dem Paket steht. Ich weiß nicht, welches Interview oder welches Gespräch Sie da im Auge haben. Gedächtnislücken. Zuweilen wirkt die AfD aber weitsichtig. In der Asyldebatte thematisiert sie schon vor einem Jahr Widersprüche.
Sie konnten vorgestern in den Tageszeitungen lesen, und das hören Sie sich mal gut an, dass das zweitgrößte Kontingent von Asylbewerbern aus Serbien kommt. Nicht Libanon, nicht Syrien. Dem gleichen Serbien, mit dem die EU Vorverhandlungen über eine Aufnahme führt. Die Anhänger Gauland, so sagt mancher, verdecke den Dilettantismus seiner Fraktion. Was die Brandenburger AfD angeht, denke ich, genießt er bei den Mitgliedern und auch in der Fraktion deshalb großen Respekt, weil er einfach ein intellektueller Kopf ist. Er ist wirklich allen, die dort in der Partei unterwegs sind und in der Fraktion unterwegs sind, weit überlegen. Das respektieren die. Und sie wissen, dass er es ist, der mit seinen Reden, mit seinen Auftritten dieser Partei den Erfolg bisher gebracht hat. Er ist als einer derjenigen bekannt, der das klare Wort spricht, der damit auch sicherlich immer wieder provoziert und polarisiert, was aber zumindest ein Stück weit auch die Aufgabe einer Oppositionspartei ist. Gauland ist, glaube ich, eine Art Vatergestalt, wenn nicht sogar Übervatergestalt des Landesverbandes Brandenburg. Er ist, glaube ich, der einzige erfahrene Politiker, den die AfD-Fraktion in Brandenburg aufzubieten hat, ja, die ganze Partei dort aufzubieten hat. Er ist der einzige, der irgendwo präsentabel ist, auch in den Medien. Alexander Gauland, ein erfahrener Politprofi. Ende der 80er ist er rechte Hand des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Als Chef der Staatskanzlei ist er ein erzkonservativer Strippenzieher seiner Partei. Und schon damals so interessant, dass ihn Martin Walser zu einer Romanfigur macht. Thema: Machtmissbrauch. Nach der Abwahl der CDU in Hessen geht Gauland nach Ostdeutschland. Hier in Potsdam wird aus dem Politiker ein anerkannter Publizist. Aber auch ein Konservativer ohne Heimat in der Merkel-CDU. Nun also will es Gauland noch einmal wissen. An der Spitze einer Protestbewegung. Das ist ein erstaunliches Gefühl. Das ist schon was, ja, da muss man auch aufpassen, dass man die Bodenhaftung behält. Er war ja noch nie jemand, der großen Massenanhang hatte, sondern er war ein Intellektueller, der im Feuilleton gehört wurde. Jetzt erlebt er offensichtlich das erste Mal, dass ihm normale Bevölkerung Beifall klatscht und offensichtlich macht das bei ihm Lust auf mehr. Ich habe Herrn Gauland immer eigentlich für einen gepflegten Konservativen gehalten. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass er auch andere Seiten hat, dass er sich radikalisiert hat mit politischen Entwicklungen wie der Ukraine-Krise oder wie Rhetorik, die hört man vielleicht aus der CSU auch, aber es ist keinerlei Empathie. Mitgefühl beweist die AfD an anderer Stelle. In Dresden bringt der Rechtspopulist Lutz Bachmann mit der Pegida-Bewegung Zehntausende auf die Straße, aus Angst vor einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes. Auch Gauland fährt hin. Später wird er die Pegida-Anhänger als natürliche Verbündete bezeichnen. Und was will ich ihm bewegen? Dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen. Das ist mein Grund, warum ich hier bin. Ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird als Staatsreligion. Stuttgart, wirklich ganze Viertel voll mit Ausländern, die zum großen Teil auch nicht keiner Arbeit nachgehen. Die Klaue, die Einbrecher und so weiter. Die kommen hierher, bringen Bazillen und sonst was mit. Und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen. Und Aggression habe ich auch nicht gespürt. Ein Tabubruch sondergleichen. Da hat er auch für sich selbst als Person eine Grenze überschritten.
Da ist er zu Menschen gegangen, auch wenn er einen schönen Lodenmantel anhatte. Nee, das war wohl eher ein Kamelhaarmantel, wie auch immer, und sah etwas anders aus als die anderen Menschen, aber er hat sich mit ihnen gemein gemacht. Und er wollte dort nicht sehen, was jeder sehen konnte, dass da eben nicht nur besorgte Bürger auf der Straße waren, sondern auch Rechtsextremisten. Das hat er ausgeblendet. Wenige Tage später sorgt sein Ausflug nach Dresden für den ersten AfD-Eklat im Landtag. Frau Präsidentin, wenn aber dann die Menschen wegen einer völlig verfehlten Asylpolitik auf die Straße gehen, ich weiß, Sie mögen die Abkürzung Pegida nicht, wird eine Drohkulisse aufgebaut und die Politiker sprechen von Nazis in Nadelstreifen, Chaoten und einer Schande für Deutschland. Die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen. In Dresden nicht und in Brandenburg auch nicht. Herr Dr. Gauland, Sie sind der Brandstifter. Sie sind der Biedermann vor den Brandstiftern. Sie sind der Bildungsbürger, der sich vor den kleinkriminellen Bachmann von der Pegida-Bewegung steht. In Brandenburg haben Pegida-Ableger keinen Erfolg. Offiziell gibt es keine Zusammenarbeit. Aber auf AfD-Demos wie in Lübben finden die Thesen Zuhörer. Wir fordern ein Asyl-Nur-Staatsgesetz. Jetzt! Wir stehen hinter vielen Zielen, die die Leute bei Pegida mit auf die Straße bringen. Aber wir müssen... Am Ende übernimmt Frauke Petri unter dem Jubel der Brandenburger AfD. Es herrscht nicht mehr das Gefühl, dass wir uns alle auch in der AfD politisch überkorrekt verhalten müssen. Das ist in der Tat weg. Man muss ihm leider in seinem Zynismus recht geben. Das Thema, das er entdeckt hat, nämlich Mobilisierung von rassistischen Ressentiments, ist wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise dauerhaft erfolgsversprechender als die Eurokritik. Wir haben mit der Spaltung der AfD in diesem Sommer einen deutlichen Rechtsruck erlebt, eine deutliche Entscheidung für das Erfolgskonzept der AfD in den Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg, nämlich sozusagen die weite Öffnung nach rechts. Im Landtag sieht sich die AfD als einzig wahre Opposition. Tatsächlich hat sie nach einem Jahr alle anderen Fraktionen gegen sich. Nicht die AfD schürt Ängste, sondern sie haben Angst. Angst davor, dass wir von Anfang an recht hatten. Seit einem Jahr predigen wir dieselbe Sache, dass Sie mit Ihrer Politik dafür sorgen, dass zu uns Zehntausende Flüchtlinge kommen. Wozu sparen Sie sich eigentlich nicht das gesamte Verfahren gleich und erteilen gleich allen hier ankommenden Genehmigungen bis zum Ende Ihres Lebens? Herr Kollege Königer, würden Sie mir recht geben, dass wir darüber nachdenken sollten, dass Dummheit in Deutschland zunehmend doch unter Strafe gestellt werden sollte? Frostig ist auch das Verhältnis zu Journalisten. Für viele AfD-Anhänger sind die etablierten Medien ein Feindbild, gegen das selbst der Ex-Herausgeber Gauland nichts einzuwenden hat. Herr Gauland, ja, quotieren Sie das, dass man hier als Lügenpresse bezeichnet wird? Haben Sie gemerkt, dass ich das mitmache? Sie stehen an der Spitze eines Zuges, der das ruft. Die rufen was und ich ruf's nicht. Also ist doch gut. Ihr seid Rotfunk. Richtig Rotfunk. Wir sind das Volk. Fass meine Fahne nicht an. Fass meine Fahne nicht an. Du frisst gar kein Wolf. Fass meine Fahne nicht an. Leg uns am Arsch. Lügenpresse! Sagen Sie uns, weshalb Sie hier sind, weshalb Sie mit dabei sind. Ich presse keine. Warum nicht? Es gibt schon den Versuch, auch der Medien Dinge so darzustellen, dass die Menschen erzogen werden in einem anderen Sinne. Bürgerfest vor dem Landtag Brandenburg. Auch die AfD-Fraktion ist hier. Einer ihrer Mitarbeiter versucht, Menschen davon abzuhalten, mit uns zu sprechen. Würde ich nicht machen, weil die sagen ihm Sachen. Von Nazis in Nadelstreifen, Chaoten und einer Schande für Deutschland. Die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen. In Dresden nicht und in Brandenburg auch nicht. Herr Dr. Gauland, Sie sind der Brandstifter. Sie sind der Biedermann vor den Brandstiftern. Sie sind der Bildungsbürger, der sich vor den kleinkriminellen Bachmann von der Pegida-Bewegung steht. In Brandenburg haben Pegida-Ableger keinen Erfolg.
Offiziell gibt es keine Zusammenarbeit, aber auf AfD-Demos wie in Lübben finden die Thesen Zuhörer. Wir fordern ein Asyl-Notstaatsgesetz. Jetzt! Wir stehen hinter vielen Zielen, die die Leute bei Pegida mit auf die Straße bringen. Aber wir müssen jeden Tag im Landtag beweisen, und Ihre Kollegen hier in Potsdam wissen, wie schwierig das ist, dass wir neben der klaren Stimme auf der Straße und Veranstaltungen wie heute Abend hier trotzdem als die wahrgenommen werden, die im parlamentarischen Alltag in der Lage sind, konstruktiv mitzuarbeiten. Mit dem Besuch will Gauland Zeichen setzen. Die AfD soll weiter nach rechts und weiter nach Osten rücken. Er weiß, welches Potenzial dort für eine rechtspopulistische AfD schlummert. Diese Bezeichnung bevorzugt er. Die ostdeutsche Gesellschaft ist einfach in vieler Hinsicht nicht so ökonomisch saturiert, nicht so wohlhabend. Also es gibt eine weniger breite akademische Mittelschicht. Und das ist immer einfach noch ein langfristiges historisches Erbe, auch von sozialen Strukturen, die die DDR geschaffen hat. Gauland als Eurokritiker. Bilder aus einer vergangenen Zeit, gerade mal 2 Jahre alt. Die Gründer von einst spalten die Partei. Per Brandbrief will sich Parteichef Bernd Lucke die Macht sichern und wettert gegen eine Radikalisierung der AfD. Für radikal hält Lucke auch die AfD in Brandenburg und Gauland. Aus Verbündeten sind Feinde geworden. Meine Loyalität gilt Frau Gepetke und nicht mehr Bernd Lucke. Sie hat sozusagen den Begriff Alternative für Deutschland ganz weit ausgelegt und hat gesagt, wir öffnen uns für alles das, was die Menschen unzufrieden macht an der Politik der Regierungsparteien. Wir sind sozusagen die Alternative zu allem. Lucke verliert den Machtkampf. Parteitag in Essen. Rote Karte für den AfD-Gründer. Am Ende übernimmt Frau Gepetke unter dem Jubel der Brandenburger AfD. Es herrscht nicht mehr das Gefühl, dass wir uns alle auch in der AfD im Feuilleton gehört wurde. Jetzt erlebt er offensichtlich das erste Mal, dass ihm normale Bevölkerung Beifall klatscht und offensichtlich macht das bei ihm Lust auf mehr? Ich habe Herrn Gauland immer eigentlich für einen gepflegten Konservativen gehalten. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass er auch andere Seiten hat, dass er sich radikalisiert hat mit politischen Entwicklungen wie der Ukraine-Krise oder wie Pegida oder jetzt auch der Flüchtlingskrise. Und da haben also sozusagen Veränderungen seines politischen Standortes stattgefunden, von denen ich überrascht war, muss ich sagen, und die mich und Gauland immer stärker entfremdet haben. Es gibt viele Menschen, die mich aus meiner Frankfurter Zeit kennen und dann aus meiner hessischen Zeit, das weiß ich, die sagen, ja, sie haben sich verändert, sie vertreten ganz andere Positionen. Meine Tochter sagt das auch. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat sich verändert und es sind plötzlich neue Notwendigkeiten erstanden. Sind es neue Notwendigkeiten? Oder ist es Rache eines Konservativen, der in der CDU kein Gehör mehr findet? Das ist eine interessante Sache, wenn man viel mit AfD-Politikern spricht und auch die Mails, die intern in dieser Krisenzeit, als es so hoch herging und als sie sich so brutal bekämpft haben, wenn man die gelesen hat, dann war ganz oft ein beschwörender Ton, gerade bei älteren Politikern, Anhängern der AfD, da, dass sie gesagt haben, Leute, das ist doch unsere einzige, unsere letzte Chance, vielleicht eine konservative, rechte Partei in Deutschland zu etablieren. Da ist so ein Gefühl von fast einer Mission da. Mein Vorwurf ist vor allem der, dass ich ihn für klug genug halte, dass er weiß, was er tut und dass er in sich selbst so verliebt ist und so eitel ist, dass er sich darin sonnt, dass er das ja schon immer gewusst hat.
was jetzt kommt. Und diese Eitelkeit verbunden mit der doch intellektuellen Größe, die er möglicherweise hat, die finde ich problematisch. Die AfD will die Politik in Deutschland verändern. Aber was hat sie in einem Jahr in Brandenburgs Landtag eigentlich erreicht? Ihr Anspruch? Stachel im Fleisch, mehr kann eine Opposition nicht leisten. In Wirklichkeit verläuft der Stadt holprig. Ein rund um die Uhr forderten das 7 Tage die Woche. Es gab jetzt viele Leute, ich weiß nicht von Ihnen selber, die im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen dem mal zeigen, wie man richtig arbeitet. Und wir müssen mal Leute in die Politik gehen, die richtig arbeiten können. Schämen Sie sich im Nachhinein für solche Wahlkampfparolen? Ja, man wird dann mit der Wirklichkeit konfrontiert und es ist schon ein harter Job. Und man muss auch erstmal lernen. Und dieser Lernprozess ist jetzt nun langsam abgeschlossen. Und sind wir so aufgestellt, dass wir jetzt richtig loslegen können. Die Abgeordneten haben ja das Recht, kleine Anfragen zu stellen. Und die AfD überhäuft die Landesregierung mit Anfragen. Zum Teil sind es immer wieder dieselben Anfragen, die dann einen Wust von Papier produzieren, auch die Menschen in den Ministerien von der normalen Sacharbeit abhalten, weil diese seltsamen Fragen beantwortet werden müssen. Tatsächlich stellt die Fraktion die meisten kleinen Anfragen je Abgeordneten. Aber nicht immer die sinnvollsten. Etwa nach dem Wasseranteil in der Braunkohle oder auch der Zahl der Vielehen. Man fragt manchmal Sachen, die man sich auch schon vorher selbst beantworten kann und sollte sie dann nicht stellen. Aber wie das so in der Hektik des parlamentarischen Alltagsbetriebes ist, man unterschreibt dann doch manche Sachen, die einem ein Kollege hinlegt, wo er sagt, mach mal schnell und mach mal mit, die man dann besser nicht unterschrieben hätte. Selbst bei ihrem Kernthema Asylpolitik legt die AfD wenig Wert auf Detailkenntnisse. Wissenslücken 3 Tage vor der Entscheidung zur Asylverschärfung im Bundesrat. Ich habe mir dieses Beschleunigungsgesetz im Einzelnen nicht angeguckt. Auch das ist wahrscheinlich die richtige Richtung. Insofern, wir müssen darüber nicht befinden und wir werden uns auch keine Meinung bilden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht gewusst habe, was in dem Paket steht. Ich weiß nicht, welches Interview oder welches Gespräch Sie da im Auge haben. Gedächtnislücken. Zuweilen wirkt die AfD aber weitsichtig. In der Asyldebatte thematisiert sie schon vor einem Jahr Widersprüche. Sie konnten vorgestern in den Tageszeitungen lesen, und das hören Sie sich mal gut an, dass das zweitgrößte Kontingent von Asylbewerbern aus Serbien kommt. Nicht Libanon, nicht Syrien. Dem gleichen Serbien, mit dem die EU Vorverhandlungen über eine Aufnahme führt. Die AfD hat in Bezug auf den Aufnahmestopp etwas formuliert, was auch in anderen Parteien diskutiert wird. Nur der Unterschied ist, denke ich, schon immer noch der Ton, in dem es gemacht wird. Diese ganze Das-Brot-ist-voll-Rhetorik, die hört man vielleicht aus der CSU auch, aber es ist keinerlei Empathie. Wäre unser schönes Land Brandenburg ohne den RBB. So viele Rindviecher auf einem Haufen und erstaunlich, alle erzählen immer, egal zu welchem Thema, das Gleiche. Und seien wir ehrlich, ist es nicht Verdienst des RBB, dass wir immer und immer wieder Brandenburgs schönste Gesichter zur besten Sendezeit auf der Mattscheibe entdecken? Das kann sein, dass ich das gesprochen habe, aber ich muss Ihnen sagen, als Rindviecher haben wir die Journalisten unter Garantie noch nie bezeichnet. Die alle hintereinander herlaufen. Da ging es aber nicht um Journalisten, da haben Sie eventuell was missverstanden. Da ging es, glaube ich, um die gleichnamige Rinderbesamung Brandenburg. Das ist falsch. Nicht wahr? Weitere Fragen? Ende September. Die AfD bläst zur selbsternannten Herbstoffensive gegen die Asylpolitik. Im Landtag kann sie gegen die politischen Mehrheiten nichts ausrichten. Nun hofft sie vor dem Parlament auf Aufmerksamkeit und auf Zustimmung in der Flüchtlingskrise. Wir haben ganz genau gesagt, was wir liebevoll. Ich weiß, wir sind hier weniger, aber wir sind hier die Vernunft. Frau Merkel, Grenzen geöffnet.
Merkel will das deutsche Volk ergänzen und ersetzen. Das wollen wir nicht. Die AfD sieht sich im Widerstand und zitiert sogar Sophie Scholl, die gegen die Nazis kämpfte. Aber wie viel Volk steht tatsächlich hinter der Partei? Brandenburg an der Havel, Landtagsabgeordneter Steffen Königer beim Verteilen von Infomaterial. Auch hier geht es um die Asylpolitik. Die rote Karte für Angela Merkel einmal mitnehmen. Können Sie ja durchlesen, zu Hause immer noch. Nee? Das war schade. Ja, dann hätten Sie es mir ja wiedergeben können. Also. Sie haben es gerade zerrissen. Warum? Ja, weil diese Partei für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Die ist rechts. In meinen Augen ist sie rechts. Meine Eltern sind noch jüdischer Abstammung gewesen. Und da haben wir, also meine Eltern, ich nicht, aber so viel mitgemacht. Und was sich heute hier in Brandenburg, nicht in Brandenburg, in ganz Deutschland widerspiegelt mit den Flüchtlingen, mit diesem Ausländerhass, also ich kann das ja nicht mehr nachvollziehen. Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, dass wir verstärkt positive Reaktionen erhalten im Vergleich zu den letzten Landtagswahlkämpfen oder von 2014 oder 2013. Also man kennt uns. Und der überwiegende Teil, den würde ich so bei 80% bemessen, nimmt gern Werbematerial mit, wenn sie... Wir müssen darüber nicht befinden und wir werden uns auch keine Meinung bilden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht gewusst habe, was in dem Paket steht. Ich weiß nicht, welches Interview oder welches Gespräch Sie da im Auge haben. Gedächtnislücken. Zuweilen wirkt die AfD aber weitsichtig. In der Asyldebatte thematisiert sie schon vor einem Jahr Widersprüche. Sie konnten vorgestern in den Tageszeitungen lesen, und das hören Sie sich mal gut an, dass das zweitgrößte Kontingent von Asylbewerbern aus Serbien kommt. Nicht Libanon, nicht Syrien. Dem gleichen Serbien, mit dem die EU Vorverhandlungen über eine Aufnahme führt. Die AfD hat in Bezug auf den Aufnahmestopp etwas formuliert, was auch in anderen Parteien diskutiert wird. Nur der Unterschied ist, denke ich, schon immer noch der Ton, in dem es gemacht wird. Diese ganze Das-Brot-ist-voll-Rhetorik, die hört man vielleicht aus der CSU auch, aber es ist keinerlei Empathie. Mitgefühl beweist die AfD an anderer Stelle. In Dresden bringt der Rechtspopulist Lutz Bachmann mit der Pegida-Bewegung Zehntausende auf die Straße, aus Angst vor einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes. Auch Gauland fährt hin. Später wird er die Pegida-Anhänger als natürliche Verbündete bezeichnen. Und was will ich ihm bewegen? Dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen. Das ist mein Grund, warum ich hier bin. Ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird als Staatsreligion. Stuttgart, wirklich ganze Viertel voll mit Ausländern, die zum großen Teil auch nicht keiner Arbeit nachgehen. Die Klaue, die Einbrecher und so weiter. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit. Und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen. Und Aggression habe ich auch nicht gespürt. Ein Tabubruch sondergleichen. Da hat er auch für sich selbst als Person eine Grenze überschritten. Da ist er zu Menschen gegangen, auch wenn er einen schönen Lodenmantel anhatte. Nee, das war wohl eher ein Kamelhaarmantel, wie auch immer, und sah etwas anders aus als die anderen Menschen. Aber er hat sich mit ihnen gemein gemacht. Und er wollte dort nicht sehen, was jeder sehen konnte, dass da eben nicht nur besorgte Bürger auf der Straße waren, sondern auch Rechtsextremisten. Das hat er ausgeblendet. Wenige Tage später sorgt sein Ausflug nach Dresden für den ersten AfD.